Hallo und herzlich willkommen im Train Simulator 2022. Hier meldet sich der Bauleiter von der B&O Branch Line. Meine Streckenarbeiter bei Snidder brauchen heute die Ladung aus dem Güterbahnhof. Bitte fahr sie zu ihnen herunter, nachdem du die Lok fertig betankt hast. Ja, wie schon erwähnt, sind wir heute auf der B&O Branch Line unterwegs und werden zuerst einmal unsere Lokomotive betanken. Dazu steht dieser freundliche Mitarbeiter bereits hier an der Lokomotive. Die Betankung kann durch die Betätigung der Taste T begonnen werden und sobald die abgeschlossen ist, ist dann hier unten ja, in dieser Halteanzeige der Balken komplett durchgelaufen. So, der Zugbegleiter meldet sich auch gerade, kuppelt die zwei beladenen Flachwagen für Kingwood Yard 2 an. Alles klar. Dann gehen wir wieder rein. Die Lokomotive ist vollgetankt, ja. Dann verlegen wir den Fahrrichtungssender in die Rückwärtsstellung. Weiter geht es mit Lok- und Zugbremse. Die gehen erstmal in Lösestellung und nachdem wir kurz gehupt haben, können wir Leistung aufschalten und unsere Fahrt antreten. So, langsam vorziehen. Jetzt müssen wir noch ganz kurz gucken, ob die Weiche dort vorne auch richtig gestellt ist. Genau, die liegt auf Abzweig. Sehr schön. Dann können wir auch hier mal unseren Kopf zum Fenster ausstrecken. Auch wenn das relativ eisige Temperaturen sind. Und heute sind wir dann eben mal nicht in Deutschland, Österreich oder der Schweiz unterwegs, sondern haben uns hier was ja, kulinarischeres, sag ich mal, herausgesucht. So, was soll ich hier mal mit der Lokbremse fix reinbremsen? Ach genau, und die Führerraumbeleuchtung könnten wir uns noch anschalten. So, jetzt muss ich noch gucken, ob wir hier die Weichen selber umlegen müssen. Oder ob die eine Art Weichenwärter schon von uns gestellt hat. Ja, die müssen wir hier so anklicksen. Huch, und da erscheint dann auch der Weichen, das Weichenzeichen. Hier unten sieht es schon mal sehr gut aus. Wir könnten also theoretisch bis runterfahren. So, kuppeln Sie hinten an den Zug an. Also ziehen wir einmal vor bis über die nächste Weiche hier unten dann. Und können dann direkt weiter. Fahrtrichtungswende in die Vorwärtsstellung. Und Leistung auf. Ja, so amerikanische Diesellok, das stelle ich mir auch echt interessant vor. Das wäre wirklich mal noch was, was ich auch sehr, sehr gerne einfach mal persönlich erleben würde. Erleben wollen würde. Und wir können dann direkt wieder reinbremsen. Ja, die Bremsen sind nicht ganz so stark. Na? Also wirklich, du siehst ja schon, wir haben hier die Lokbremse gerade fast bis an die am stärksten angelegte Stellung verbracht. So, ich schalte schon mal Leistung auf und dran denken. Wir müssen die Weiche trotzdem noch händisch umstellen. Zack. Ja, das ist irgendwie nicht so cool gelöst, dass sich hier dann die Weiche plötzlich im Ast auftut, in dem Moment, wo man sie irgendwie betätigen möchte. So, da kommt unser kurzer Wagenzug auch schon. Ja, und offensichtlich spielt das Szenario hier auch zeitlich ein paar Jahre in der Geschichte zurück. Denn wenn ich mir so die Fahrzeuge angucke, dann würde ich meinen, huch, das war ein bisschen doll, dass wir uns da jetzt nicht gerade in den 2000er bis ja, bis zukünftigen Jahren befinden. Na, die Autos schon so irgendwie ein bisschen, naja, ich würde jetzt mal ganz, ganz, ganz schlecht auf 50er Jahre tippen. Gut. B&O 88, 79 und den 89, 31. Genau, so stimmt's. Kuppeln Sie 22, 81 hinten an Ihren Zug. Das ist dann genau die Fuhre da hinten. Und dann drücken wir hier nochmal über den Bahnübergang
Ach, okay. Das ist dann dieser, ja, Zusatzwagen. So nenne ich ihn jetzt mal. So, Bremsen auslösen. Rückwärtsfahrt ist noch eingestellt. Und ja, schon mal langsam Leistungen aufschalten. Aber es dauert jetzt sowieso noch, bis die Bremse gelöst ist. Das hätten wir auch etwas eher machen können. So, und irgendwie bekommen wir das Licht auf der anderen Seite jetzt gar nicht mehr an, weil wir jetzt damit irgendwie nicht mehr den Zugschluss darstellen. Deswegen schalte ich schon mal die Beleuchtung an der Lokomotive um. Na komm. So, jetzt lösen sie. Ja, es dauert extrem lange. So, Leistung können wir jetzt auch aufschalten. Und da es über den Bahnübergang hinweg geht. Mit Glocke bitte. So, wieder aus. Und dann schon mal vorsichtig mit der Lokbremse reinbremsen. So. Und dann den Wagen nach Möglichkeit nicht so verschandeln, wie wir das mit den beiden Flachwagen davor gemacht hatten, indem wir so schnell daran gerast sind, sondern schön sauber an der Stelle ankuppeln. Ein weiterer Vorteil auch im Gegensatz, ich sag mal, zum deutschen Kupplungssystem ist hier auch derjenige, dass eben Mittelpufferkupplungen vorhanden sind. Klar, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber hier in dem Fall kann man sich jetzt teilweise eben dann das Rangierpersonal da auch sparen. Das macht den Zugverkehr doch eben stellenweise etwas angenehmer. Und vor allem auch zeitlich ja, effizienter. Zugbegleiter, wir haben die Freigabe, nach Snidde zu fahren. Also los. Alles klar. Fahrtrichtungswender wieder nach vorne. Lokbremse ist gelöst. Zugbremse auch. Ansonsten geht's nicht. Und hier sind wir dann auch gleich bereit. So, Leistung auf. Nochmal aufs Horn drücken. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie das mit unserem Fahrweg so ausschaut. Am besten in der Übersichtsansicht unter der Taste 9. So, die Branch Line. Ja, die ist dann hier unten. Sehr gut, der Fahrweg stimmt. So, in Snidde sollen wir anhalten. Und dann soll es darunter gehen. Genau, dann können wir die Weiche auch direkt schon richtig einstellen. So ein bisschen zu schnell sind wir gerade. Das können wir aber relativ schnell korrigieren. Genau. Dann noch diese typischen Wassertürme, wie man sie aus den USA zum Beispiel auch kennt. Oder allgemein. Die sind ja in dieser Bauform in Amerika weit verbreitet. Und dann geht's den Berg hinunter. Ja, wird heute ein etwas kürzeres Szenario. Aber ich dachte mir, so ein kleiner Ausflug mal aus dem ja, europäischen Eisenbahnnetz heraus könnte auch nicht schaden. Und ich wollte auch einfach mal wieder was anderes fahren. Und gerade so eine kleine kurze Rangieraufgabe, die macht sich da doch ganz gut. So, mit 15 Meilen pro Stunde geht's jetzt den Berg hinunter. Und an die sollten wir uns auch halten nach Möglichkeit. Das ist wieder die Sache mit der Bremse. Bis die Bremswirkung kommt, das dauert ziemlich lang. Und da wäre eben auch nochmal dieser wesentliche Unterschied zwischen dem in Europa verbreiteten Bremssystem und denen, wie man sie eben beispielsweise hier in den ja, amerikanischen oder auf dem amerikanischen Kontinent antrifft. So, gut haben wir. Und auch hier, wir müssen die Bremse direkt wieder einsteuern.
Locke wieder aus. Ja, die Bremse, ne? Aber hier, du siehst noch, die legt immer noch an. Es dauert halt. In den USA hast du halt wirklich, ja, Eisenbahnen, die dem Begriff Massengut-Transportsystem wirklich ziemlich gut einen Namen machen. Weil es ist eben darauf ausgelegt, dass gerade auch besonders lange Züge, wie man sie ja hauptsächlich auch aus den USA zum Beispiel kennt, dass man eben diese auch relativ effizient herunterbremsen kann. Was natürlich auch ziemlich lange dauert, aber es ist eben ein Unterschied, ob man eine Druckluftbremse hat, wie man sie aus Europa, teilweise auch aus Asien kennt. Und auch da gibt es unterschiedliche Versionen von Bremssystemen, ob das jetzt, keine Ahnung, die Vakuumbremsen sind, wie wir sie zum Beispiel von einigen Schmalspurbahnen kennen, unter anderem der Rätischen Bahn, oder ob es eben die, ja, in Anführungszeichen stinknormale Druckluftbremse ist, von der Eisenbahn zum Beispiel in Deutschland. Aber das ist ja sowieso systemabhängig. Wieder reinbremsen. Und auslösen. Ich glaube, so ein bisschen können wir die Bremse eigentlich auch dauerhaft angelegt lassen. Dann machen wir es mal so. Da verzögert der Zug noch zu stark. Ja, das Coole ist hier an der Strecke eben, dass wir unter anderem eine solche Spitzkehre hier mit in der Strecke haben. Wir werden sie heute leider nicht sehen, aber wenn wir in die Übersichtsansicht gehen, können wir schon sehen, hier unten, das ist alles schön mit Spitzkehren zugebaut. Gegebenenfalls auch hier unten mit dem Halt dann im Bahnhof von Hobbsville. Ich nehme jetzt einfach die Lochbremse. So, Zugbegleiter. Die Bauarbeiter wollen die Wagen an der Laderampe neben dem Ladegleis haben. Halte kurz vor der Weiche vor uns an, sodass der Bremse seine Arbeit machen kann. Okay. Ja, dazu sollten wir schon mal ordentlich reinbremsen. Gucken wir, ob wir noch zum Stehen kommen. Ja. Hoho, da müssen wir jetzt wirklich ganz genau gucken. Ach so, ja. Wir sollen sie ins Grubengleis stellen und ja, in die Richtung ist ja auch schon gestellt. Von daher ist das kein Problem. So, Bremser, stell die Weiche in das Grubengleis. Ich bin gleich zurück. Gut, fahr komplett über die Wanne gegangen, rüber. Alles klar, Bremsen lösen. Das dauert jetzt wieder. Ich habe jetzt halt voll ausgelöst. Oder voll reingebremst. Damit wir überhaupt noch vor dieser Weiche zum Stehen kommen. So, und wir sollen dann in Snitter Team TRK anhalten. Was dann auch der letzte Halt für heute wäre. Ist ein etwas kurzes Szenario, ja, aber es ist eben auch dafür gedacht, dass man hier so ein bisschen arrangiert, etwas die Strecke kennenlernt und, ja, so ein bisschen amerikanischen Flair auch genießen kann. Snitter. Sehr interessant, auch hier noch mit Formsignalisierung. Staune ich, dass man das hier von den Begrifflichkeiten, naja, ich sag mal, relativ ähnlich den Deutschen hat. Also ob das wirklich Zugleiter heißt, das wage ich mal so noch so ein bisschen zu bezweifeln. Aber in der Übersetzung meint das wahrscheinlich ungefähr dasselbe.
schön präzise anhalten. Da ist jetzt echt nochmal ein bisschen Geschicklichkeit gefragt. So. Die Glocke können wir wieder ausmachen. Ja, die Glocke wird übrigens mit der Taste B aktiviert. Für diejenigen, die hier auch auf der Branch Line mal eine Runde drehen möchten, im eigenen Simulator. Das Add-on ist über Steam zu beziehen, wer sich dafür interessiert. Und ja, die Szenarioauswahl, die ist doch relativ groß. Ah, sehr schön. Dadurch, dass es ein Stückchen bergauf geht, werden wir hier im Bremsvorgang unterstützt. So. Na. Ja, das Zurücksacken, das gehört hier schon mal echt mit dazu. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, das wäre es für heute gewesen von der Branch Line. Ich hoffe, dir hat die kurze Fahrt, das kurze Rangiermanöver gefallen. Und wenn das der Fall ist, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen und einen kurzen Kommentar unter dem Video. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und wünsche dir allseits eine gute Fahrt und viel Spaß hier auf dem Kanal.